ETG-Kongress, zweiter Tag. Fast ist die Runde geschafft, ein erfolgreicher Kongress aus unserer Sicht. Wie empfinden Sie es, wenn Sie den Kongress zusammenfassen würden, was waren so die Schwerpunkte für Sie? Also ganz spannender Kongress hier an historischem Ort sozusagen, aber gleichzeitig auch modernem Ort. Und das passt natürlich zu dem, was wir diskutieren. Wir haben immense Herausforderungen, Energiewende, das hat technische Komponenten, das hat aber regulatorische Komponenten. Wie geht das mit dem Markt weiter? Wie binden wir erneuerbare Energien in den Markt ein, bis hin zur Elektromobilität, Infrastruktur, was bedeutet das? Sektorenkopplung, Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien, also ein ganz breites Spektrum, viele Herausforderungen. Und genau das ist wunderbar diskutiert worden in unterschiedlichen Sessions mit Fachpräsentationen und dann immer hier im Plenum mit Leuten, Diskutanten in Podiumsdiskussionen. Und von daher wirklich eine runde, aufgelockerte, spannende Sache. Und nicht zu vergessen, gestern Abend und nebenbei in den Kaffeepausen viele, viele Diskussionen individuell zwischen den Teilnehmern und, glaube ich, sagen kann, rundherum voller Erfolg. Sie sind ja auch in den Veranstaltungen, auch die Forderungen an die zukünftige neue Bundesregierung gerichtet worden. Es sind unterschiedliche Anforderungen gekommen. Wenn Sie das Ganze zusammenfassen würden, wo würden Sie denn sagen, was sollte die neue Bundesregierung beachten, wo sollte sie Schwerpunkte setzen? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man hier auf Experten hört, dass man wirklich sorgfältig zuhört, um am Ende wirklich zu unabhängigen, technisch lauffähigen, marktwirtschaftlich abbildbaren Lösungen zu kommen. Und das ist etwas, wir brauchen quasi, wir können so eine Energiewende nicht im Blindflug schaffen. Wir müssen ganz klar analysieren, welche Schritte müssen heute gegangen werden, müssen in 10 Jahren, in 20 Jahren erreicht werden. Letztendlich aber auch, damit wir dieses Ziel 2050 von -85, -90% CO2-Reduzierung überhaupt mal erreichen. Damit es nicht nur eine politische Aussage im Raum bleibt, wo man sagt, naja, irgendwo in Zukunft werden wir das schon erreichen und hinter dem Ziel stehen wir voll und ganz. Das bedeutet aber, diese Zeitkonstanten des Umbaus des Systems, das muss heute losgehen. Es geht vieles los, aber man muss genau im Auge behalten, welche Möglichkeiten hat man, wann muss was erreicht werden. Und das ist natürlich etwas, letztendlich bauen wir die Infrastruktur um im Stromsektor. Der Stromsektor wird sich über die Jahre verdoppeln. Das bedeutet, wir müssen technologisch, strukturell wirklich ganz grundlegend rangehen, ganz klar analysieren. Und das ist etwas, was man natürlich der Politik immer wieder mitgeben muss. Das passiert nicht durch reine Zieldefinition, da müssen ganz klare Handlungen folgen, ganz klare Handlungspfade. Und ich glaube, das zeigt hier eigentlich auch die Fachgemeinschaft beim ETG-Kongress. Es gibt viele Experten, die wirklich das Fachwissen haben und die es gerade hier aus dem VDE und der ETG heraus wirklich als neutrale, unabhängige Expertisen dann auch wirklich abgeben können. Das bedeutet im Umkehrschluss die energietechnische Gesellschaft, das heißt die Mitglieder, die Ingenieure, sollten sich mehr auch der Politik zuwenden oder umgekehrt, die Politik sollte mehr auf diese Ingenieure hören? Ja, definitiv, weil man muss natürlich unterscheiden, es gibt ja vielfältige Verbände. Es gibt auf der einen Seite Lobbyingverbände und es gibt eben auf der anderen Seite, wie VDE, ETG, Fachverbände, die sich wirklich der Unabhängigkeit verpflichtet fühlen. Und wir ringen natürlich in internen Arbeitsgruppen auch zwischen Herstellern, zwischen Netzbetreibern, zwischen der Wissenschaft, um wirklich neutrale, unabhängige Lösungen, die wissenschaftlich fundiert sind, um eben nicht ein Lobbyingverband zu sein. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied. Das ist aber auch der besondere Wert, den wir natürlich für die Politik darstellen können. Man kann uns fragen und bekommt eben eine fundierte, unabhängige Antwort. Spannen wir den Bogen nochmal zur Technik zurück. Ein breites Thema ist ja auch die Speicherung, ist das Smart Grid, aber es ist auch die Elektromobilität. Inwieweit sehen Sie jetzt zum Beispiel die Elektromobilität mit als Puffer für den Speicher, mit als Übergangslösungen, um die Problematik der gleichmäßigen Versorgung zu gewährleisten? Also wir haben natürlich
Was dahinter steckt, ist die Sektorenkopplung, der Sektor der Mobilitätsanwendung, aber auch genauso Sektor der Wärmeanwendung wird mehr und mehr in das Stromsystem kommen. Das ist unvermeidlich. Elektromobilität ist CO2-Reduzierung. Ohne Elektromobilität werden wir die Ziele nicht erreichen. Und das bedeutet aber auf der anderen Seite, Elektromobilität ist eine flexible Last. Bei vielen Autos kann man entscheiden, ich lade die jetzt, ich lade die vielleicht eine Stunde später, ich lade die auch vielleicht 2 Stunden später. Ich habe diese Flexibilität und diese Flexibilität ist genau die Komponente, die man braucht, um wirklich mit der Volatilität der erneuerbaren Energien umzugehen. Und von daher ist natürlich diese Flexibilität in gewissem Maße äquivalent eben zur Speicherung oder irgendwelchen anderen Speichern, die einfach das System puffern können. Und da kommt natürlich der Elektromobilität eine ganz immense Aufgabe zu. Und das ist etwas, was so der Dreh- und Angelpunkt ist, der jetzt auch hier vielfach diskutiert wurde. Wie kann ich dafür Technologien schaffen, dass ich Elektromobilität steuere? Wie kann ich die passenden Märkte schaffen? Am Ende aber natürlich auch erreichen, keiner will Komforteinbußen haben. Wer mit dem Auto fahren will und wenn er fahren will, muss das Auto voll sein. Wie kann ich dieses System optimieren? Und das sind natürlich ganz, ganz spannende Fragestellungen, auch wieder von Technik bis zum Markt. In der Posterausstellung wird ja auch an einem Poster demonstriert, eine Brennstoffzelle für den stationären Bereich. Ist die Brennstoffzelle für den mobilen Bereich noch ein Thema oder ist das schon so ein bisschen, naja, sagen wir mal, ein bisschen in den Hintergrund gerückt? Es ist teilweise, sagen wir mal, vielleicht noch so eine Glaubensfrage. Man weiß natürlich nie, wie sich Technologien weiterentwickeln, aber ich gehe fest davon aus, dass sich also die Batterien derartig schnell noch weiterentwickeln werden, dass wir am Ende wirklich Elektroautos fahren, die eben keine Brennstoffzelle haben. Weil jeder Umwandlungsschritt, den wir natürlich haben, hat Verluste. Und das bedeutet, wenn ich erneuerbare Energien zunächst in Wasserstoff umwandle, um dann mit dem Wasserstoff wieder Elektrizität zu machen, dann habe ich natürlich immense Verluste, die ich natürlich nicht habe, wenn ich direkt elektrische, erneuerbare Energie in eine Batterie tanke und damit fahre. Und von daher würde ich sagen, wir werden im zukünftigen System sicherlich die Umwandlung in Wasserstoff, in künstliche Kraftstoffe, ursprünglich basierend auf erneuerbaren Energien haben. Damit werden wir aber meiner Meinung nach nicht Auto fahren, sondern wir brauchen dann diese Brennstoffe für andere Dinge, die nicht so leicht zu elektrifizieren sind, zum Beispiel der Flugverkehr. Bis ein Flugzeug mal mit Batterien fliegt, das wird durchaus schwieriger sein als beim Auto. Also würde man solche Brennstoffe eher im Flugzeugsektor sehen oder bestimmte Industrieprozesse, die zu extrem hohen Temperaturen gehen müssen. Das lässt sich häufig dann auch mit Brennstoffen einfach besser erreichen als mit Stromanwendungen, je nachdem. Auch da werden wir so etwas brauchen und von daher fahren elektrisch. Und andere Konversionstechnologien, auch über Wasserstoff, werden wir vielleicht eher in anderen Bereichen sehen. Es sind Sie ja auch Vorsitzender der Energietechnischen Gesellschaft beim VDE ETG. Sie haben schon kurz einen Ausblick oder eine Übersicht gegeben, ein Summary gefasst, wie der Kongress aus Ihrer Sicht gelaufen ist. Wie wird denn die Zukunft beim ETG aussehen? Gibt es dort Schwerpunkte, mit denen Sie sagen, damit wollen wir uns stärker vorstellen? Ich frage jetzt auch mit dem Hintergrund, weil mir persönlich ist aufgefallen, nach, naja, sagen wir mal 4 Jahren Abstinenz eines ETG-Kongresses wieder teilgenommen zu haben, es hat eine sehr starke Verjüngung stattgefunden. Wir sind also, ich sage mal, die Dinosaurier der Industrie, sind mir nicht wirklich aufgefallen. Ist das jetzt schon ein Generationswechsel, der stattgefunden hat, oder gilt es auch die noch bestehenden wirklich alten Hasen wieder zu aktivieren, zu sagen, kümmert euch doch mal wieder um den ETG-Kongress. Ja, ich glaube, es ist beides. Ich meine, die Industrie hat massiv junge Ingenieurinnen und Ingenieure auch eingestellt. Es wird nachgelegt. Die Energiebranche hat einfach viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, genauso aber auch wie Experten, sagen wir mal, in allen Altersklassen. Von daher, glaube ich, ist hier eigentlich so die gesamte Bandbreite vertreten, von jung bis alt. Was wir allerdings natürlich sehen, dass durch die Digitalisierung, die ein wichtiger Faktor eben im Energiesektor ist, haben wir auch eine ganze Reihe an Start-up-Unternehmen hier, wo also wirklich junge Leute, die sagen, wir haben technologisch neue Lösungen, wichtige Lösungen, die wir brauchen, die sind hier auch ausgestellt, die sind hier dargestellt und natürlich eben auch Firmen, die jetzt massiv mit
durchaus jungen Leuten in innovative Projekte hineingehen. Es gibt ja große Förderprojekte vom BMBF und auch vom BMWI, die wirklich auf die Energiewende abzielen, Schaufensterprojekte, wo wirklich was aufgebaut wird. Und da haben die Firmen auch sehr, sehr viele junge Experten und die sind auch hier, was wir natürlich sehr begrüßen, sodass wir da in Diskussion gehen, dass das, was eben auch nicht nur wissenschaftlich gemacht wird, sondern das, was auch in Pilotprojekten in der Praxis aufgebaut wird, dass das von den jungen Leuten, die das dort antreiben, die wirklich mit neuer Denke hineingehen, auch hier präsentieren, dass es hier auch diskutiert wird, dass es durchaus auch kritisiert wird und dass man dann natürlich auch wirklich aus den Erfahrungen sehen kann, wo geht die Reise hin, was kommt noch. Das heißt im Umkehrschluss, es sind alle aufgefordert, an der Energiewende mitzuarbeiten, beim ITG, bei der Energietechnischen Gesellschaft. Herr Professor Rethans, ich danke fürs Gespräch. Mein Name ist Michael Huppertz von Energy News TV. Wir sehen uns.